herzlich willkommen bei Himmlisch. Ich zeige euch heute ein Rezept von leckeren Schoko-Cookies, gefüllt mit einer Vanillecreme. Die Zutaten dazu habe ich mir vorbereitet. Ich starte, indem ich mir meine Eier mal schön dick aufschlage mit dem Kristallzucker. Dazu kommen die in die Rührschüssel. Ihr könnt das natürlich auch mit Handmixer machen, geht aber einfach viel schneller und ihr habt beide Hände frei in der Küchenmaschine. Das schlage ich jetzt auf höchste Stufe. Während das jetzt mixt, circa 10 Minuten, werde ich mir hier in meinem vorbereiteten Wasserbad, schaut her, da habe ich einen Topf mit ein bisschen Wasser drinnen, das drehe ich mir jetzt schön warm, stelle mir eine Schüssel drauf, die auch die Hitze aushält. Und da kommt von meiner Kochschokolade, die ich mir vorbereitet habe, ihr könnt jetzt dazu auch jede andere Schokolade nehmen. Also es gibt ja auch diese Schokodrops, die man einschmelzen kann oder irgendwelche anderen Schokosorten. Ich habe jetzt normale Kochschokolade und da nehme ich jetzt die Hälfte circa oder zwei Drittel eigentlich und die schmelze ich jetzt einmal über dem Wasserbad und das andere Stück, das werde ich mir jetzt in grobe Stücke hacken. Das mache ich jetzt und gleich zeige ich euch, wie ich weitermache. So, die Zuckereiermasse ist jetzt schön schaumig aufgeschlagen, die Schokolade ist geschmolzen und jetzt werde ich das alles zusammenrühren. Als erstes kommt einmal Mehl und Backpulver dazu, dann die Schokowürfel. Jetzt habe ich hier einen kalten Espresso, davon jetzt so einen großzügigen Esslöffel, also die Hälfte ist es bei mir. Ich würde mal sagen 1 cl, das kommt dazu und jetzt während dem Rühren dann auch noch die Schokolade. So, alles hat sich verbunden miteinander. Dadurch die Schokolade ja warm war, ist das Ganze jetzt noch sehr weich. Ich verrühre das jetzt noch einmal. Schaut mal her. Also man sieht das, das ist jetzt noch sehr, sehr weich. Also so könnte ich mir jetzt unmöglich einen schönen Cookie machen. Deshalb kommt das Ganze jetzt noch einmal in den Kühlschrank. Ich schätze mal so für 10 Minuten oder tut es ein paar Minuten in den Tiefkühler. Dann kann die Butter und die Schokolade wieder ein bisschen fester werden und dann werden wir uns die Cookies aufs Blech draufgeben und backen. Während das Ganze jetzt in den Kühlschrank kommt, werde ich mir die Zutaten vorbereiten für das Vanillefrosting und das mit euch jetzt gleich gemeinsam machen. So, dala, ich habe mir alles vorbereitet. Der Cookie-Teig ist im Kühlschrank und jetzt kommt bei mir alles in die Schüssel. Ich habe da jetzt mal die Butter. Die ist zimmerwarm. Und die schlage ich mir jetzt einmal mit dem Staubzucker schön auf. 2-3 Minuten lasse ich das einmal mixen. Wenn sich das alles verbunden hat, dann kommt jetzt auch der Frischkäse dazu. Das verrühre ich jetzt auch. Und da tue ich mir dann, während das jetzt mixt, so schluckerlweise den Zitronensaft dazu. So, fertig ist hier die Creme. Während das Ganze jetzt gemixt habe, habe ich noch das Mark von einer Vanilleschote ausgekratzt und auch hineingegeben, damit wir den guten vanilligen Geschmack haben. Und das Ganze kommt jetzt in einen Spritzer. Ich tue mir das immer in so einen Messbecher hinein. Dann brauche ich keine dritte Hand, die mir den Spritzer hält. So, und das jetzt einfach da hinein. So, und das Ganze werde ich mir jetzt auf die Seite legen und jetzt schaue ich einmal nach, ob meine Schokomasse schon hart genug ist, damit wir weitermachen können mit den Cookies. Ich habe mir jetzt schon ein Backblech vorbereitet. Meine Masse ist hart fest genug und ich habe hier jetzt auch noch in dem Schüssel backfeste Schokodrops, die kommen bei mir dann oben noch drauf, einfach weil mir das gut gefällt. Und hier habe ich so einen Eisportionierer und mit dem werde ich mir jetzt die Cookies da drauf portionieren, weil so könnt ihr eigentlich immer relativ sicher davon ausgehen, dass sie alle halbwegs gleich groß sind. Lasst euch immer schön Platz dazwischen, weil die Cookies ja größer werden, dass sie euch dann nicht zusammenkleben. So, die ersten kommen jetzt bei mir mal in den vorgeheizten Backofen, 180 Grad Heißluft. Ich schätze, so für 10 Minuten werde ich sie drinnen lassen. Die andere Masse mache ich mal noch auf ein zweites Blech. Lassen wir die dann wirklich schön auskühlen am Backblech und dann werde ich sie mit euch gemeinsam füllen. Meine Cookies kühlen jetzt aus. Sie sind schon fast ganz ausgekühlt. Also ich kann sie wirklich schon ohne Probleme vom Backblech heben. Wenn ihr den Keks zu warm anhebt, dann bleibt euch der Keks meistens bicken und dann sind sie kaputt.
So, ich habe jetzt schon zwei umgedreht. Ich schneide mir den Spritzer jetzt nur das Spitzel vorne weg. Ihr könnt jetzt euch auch eine tolle Tülle jetzt vorne drauf geben. Dann könnt ihr euch ein schönes Muster reinspritzen. Ich werde das jetzt einfach ganz schlicht halten und mir da so eine kleine Schnecke jetzt rein dressieren. So. Und jetzt kommt der Keks ab. Bei mir sind so überdimensioniert große Cookies geworden. Am besten, wenn ihr das nicht so groß wollt, macht euch einfach die Hofferln kleiner. Fertig ist er. Also für alle Menschen, die Schokolade lieben und Creme lieben, ist das das perfekte Dessert. Ihr könnt jetzt euch natürlich auch noch diese Creme innen jetzt nicht mit Vanille pimpen, sondern zum Beispiel mit Erdnussbutter. Bisschen Salz dazu. Also der Frischkäse ist ja eh salzig. Also sensationell. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr dieses Rezept kennt. Ob ihr Cookies-Fans seid. Wenn ja, ich habe einige gute, leckere Rezepte. Kann ich euch gerne ein paar noch abdrehen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Bis bald. Tschüss.